herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch heilige Lieder von Böse Onkels in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Heilige Lieder von Böse Onkels, das Ganze aus dem Jahr 1992. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 7. Album der Band Böse Onkels. Wir haben hier die Vinyl. Als erstes werden wir mal die Folie aufschneiden und dann schauen wir uns das Ganze hier im Detail an. So, einmal hier einschneiden und dann können wir hier nochmal aufschneiden und dann die Folie wunderbar abziehen. So. Also, so sieht das aus. Wir haben hier die Band abgebildet in recht ungewöhnlicher Kleidung. Also, sie sehen tatsächlich aus wie solche kirchlichen Vertreter der verschiedenen Glaubensrichtungen. Dann lesen wir hier oben Böse Onkels. Das sieht so ein bisschen nach Teufel aus, so schwarz-rot. Und darunter dann, das sieht dann doch sehr nach Kirche und heilig aus, heilige Lieder. Links und rechts gibt es dann auch noch so eine kleine Engelsgestalt. Die linke spielt die Violine, die rechte scheinbar bläst hier in die Trompete. Also ein sehr abwechslungsreiches, sehr farbenfrohes Cover. Auf der Seite lesen wir hier Böse Onkels heilige Lieder. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Wir haben hier die vier Bandmitglieder ohne diese Kirchenverkleidung. Hier mal, wie sie damals unterwegs waren. Damals noch in jungen Jahren. Alle vier hier mit Namen und Funktion vorgestellt. Dann haben wir hier unten die Tracklist. 7 Tracks auf Seite 1, also auf der A-Seite. 7 Tracks auf der B-Seite, bedeutet 14 Tracks gesamt. Darunter noch die Infos, wer da beteiligt war. Und hier rechts haben wir dann auch noch die Credits zum Album und eine umfangreiche Danksagung. Barcode, beteiligte Labels, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, hier haben wir die Vinyl. Die kommt hier in einer bedruckten Papierhülle. So, was haben wir hier? Seite 1 ist hier komplett bedruckt mit Lyrics. Also die ersten 7 Tracks des Albums sind hier entsprechend abgedruckt, Wort für Wort. Und auf der Rückseite, auch wieder in dieser weiß-grauen Engelsoptik, haben wir dann die Lyrics der restlichen 7 Tracks. Also alle Lieder hier entsprechend abgedruckt mit den Lyrics. Dann schauen wir uns mal die Vinyl selbst an. Das ist diese hier. So, auf der... Moment. Da hängt noch was weg. So. Auf der einen Seite haben wir hier die Tracks. Also heilige Lieder, die ersten 7 Stück. Und auf der Rückseite dann die restlichen 7 Stück. Auch wieder hier in weiß und schwarz in der Mitte aufgeschrieben mit Laufzeit. Die Vinyl kommt in klassischem Schwarz. Wie gesagt, in dieser bedruckten Papierhülle hier. Ja, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigte Vinyl mit insgesamt 14 Tracks, 7 auf der A-Seite, 7 auf der B-Seite. Das Ganze hier in dieser bedruckten Papierhülle. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Heilige Lieder von Böse Onkels. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Böse Onkels unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.